Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge Far Cry. Und hier unten ist gerade die Hölle los. Ist ja Wahnsinn, was hier abgeht, Leute. Junge, Junge, Junge. Ich bin hier mal eben auf das Vordach gehopst, um einfach mal zu gucken. Hey, ja. Die sind alle recht unentspannt. Ich bin doch hier draußen, vor dir. Siehst du mich denn nicht? Nein, ich sehe dich nicht. Ach, da unten. Das sieht aus, als würdest du da hängen. Das sieht ja lustig aus. Das stimmt. Aha. So, Corizo. Ich würde sagen, ich hole uns erstmal ein Auto, ja? Ich brauche was mit. Genau, das ist immer eine gute Idee. Da ist was los, Leute. Da ist was los. So, Auto hätte ich hier. Du kämpfst einfach mit, ja? Das sind ja unsere, weißt du? Junge, 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 Junge. Die legen richtig los. Oh. Ja? Ich glaube, ich bin tot. Warte, ich komme dich retten. Die Frau rettet dich. Nee, die... Quatsch. Oh, ja, die geil. Sind ja nett. Oh, sie hat mich gerettet. Ja, wir müssen halt alle zusammenhalten, weißt du? Wir müssen alle zusammenhalten hier irgendwie im Krieg. Das war ja jetzt... Retten also von einem NPC bin ich noch nie gerettet worden. Ja. So, steig mal ins Auto. Ja. Oh, oh. Oh, genau, das sage ich dir. So, wir haben eine Mission, habe ich gehört. Genau, wir haben nochmal so eine Mission wie beim letzten Mal. Ja. Bei der letzten Folge haben wir ja auch da Leute vom Verbrennen beschützt. Gerettet, genau, richtig. Da haben wir ja die Frau da gerettet. Genau, und so eine Mission haben wir jetzt nochmal. Also wir müssen da erstmal hinfahren. Okay. Damit wir erfahren, was wir eigentlich tun müssen. Oh, wir werden bestimmt was Cooles tun müssen, denn es sind nur noch 600 Meter. Hey! Hallo! Was war? Der war im Weg. Ich war gerade auf der Karte. Jetzt habe ich sein Auto kaputt gemacht, warte. Moment. Ich repariere es ihn wieder, Entschuldigung. Er rumpelt auch ein bisschen. Es tut mir... Ich kann es nicht reparieren, es tut mir leid. Jetzt seien Sie doch nicht so. Es war doch nicht meine Absicht. Gehen Sie bitte nicht weg. Bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Junger Mann, würden Sie bitte... Ich habe Ihr Auto... Bitte, ich habe es versucht zu reparieren. Es fährt aber noch, versprochen. So schlimm sieht es nicht aus. Kommen Sie bitte, ja. Gehen Sie bitte zu Ihrem Auto. Es tut uns wirklich leid. Guck mal, hier entsteht nämlich auch ein kleiner Hund. Hier ist nämlich schon Stau. Ich habe schon meiner Versicherung Bescheid gesagt. Ja, dankeschön. Sie wird alles regeln, ja? Ja, Sie dürfen ruhig gegen unser Auto fahren. Das ist überhaupt kein Ding. Alles gut. Mann, weißt du, man muss ja auch Siehst ein bisschen... Du die zwei Marder da drüben liegen? Ja. Die wollten gerade mein Krokodil angreifen und dann ist ein NPC gekommen und ist drüber gefahren. Wahnsinn. Der hat eine extra Kurve gemacht, um die tot zu fahren. Oh, da vorne ist irgendwas los. Manchmal passieren hier lustige Sachen. Guck mal, der hat seinen eigenen Fahrer gerade überfahren, der Typ. Naja, er lebt aber noch. Auf jeden Fall. Aber das können wir ändern. Und tschüss. Wir haben nur... Hoppala. Aber der war cool. Da flogen gerade zwei Typen an der Windschutzscheibe entlang. Ach Leute, ist das schön. So, 100 Meter, aber... Ist ja irgendwie schon hier rein. Ach, hier ist schon wieder... Oh, jetzt bist du aber daneben gefahren. Was für ein Ding. So. Du hast befreit? Ja, wunderbar. So, wir gehen mal hier hinter. Natürlich. Jetzt das kleine Dorf hier irgendwie, ne? Oh, ist das wieder so urlaubsmäßig hier? Ist das idyllisch? Da denkst du immer so, oh, ich möchte hier eigentlich mich hier auf die Liege legen und, ne? Einfach mal alle fünf von sich und so, ne? Baumeln lassen. Ich vier, du fünf, ja, ist klar. Was macht denn der da unten? Ach, schau mal hier. Das Pferd. Was denn? Der betet. Die betet. Lieber Gott, bitte. Bitte, lieber Gott. Und du trinkst mal gemütlich hier. Sieht eigentlich eher aus wie Yoga, oder? Schau dir diesen Merito an. So ein Hübscher. Ich weiß.
Ich habe den hübschesten... Oh. Noch ein kleiner Wauwau. Du musst nicht traurig sein. Ja. So, was ist hier los, Leute? Rings für alle? Ich spreche mit dem, ja? Hier, mit dem. Du bist beim Falschen. Nein, ist doch richtig hier. Nein, hier, hinter der Bar. Hinter der Bar. Nein, der steht doch... Also bei mir hinter steht... Hinter der Bar. Ja, ich wollte doch gerade mit ihm reden. Sag mal. Aber das ist doch der Falsche. Nein, das ist der Richtige. Willkommen in meiner Klinik. Ich bin Dr. Dann steht er bei dir in der Bar und bei mir hinter der Bar. Ja. Alternativer Psychiater. Na dann. Die Kristalle sprechen von blockierten Chakren und einem negativen Gleichgewicht in ihrem Inneren. Sie sagen, sie hätten oft getötet? Sie brauchen dringend mein revolutionäres, alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm. Fangen Sie jetzt mit Schritt 1 an. Fangen Sie ein paar Fische, mindestens 3. Oh Gott. Wenden Sie sich anschließend für weitere Ratschläge an mich. Ja, das weiß ich. Okay, also. Du bist gefährlich aus dem Gleichgewicht geraten, Guillermo. Es existiert eine negative Disparität in der Kraftzone unter deinem Tridi-Bubs. Folge einfach meinem 5,5-Schritte-Programm, um eins mit dem Kosmos zu werden. Und wir sollen... Jetzt beginnt ihre mystische Erholung. Tatsächlich Fische fangen. Fische, dann reden wir. Was? Ja, wir sollen 3 Fische fangen. Ich glaube ja wohl, der spinnt ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das weiß ich auch nicht. Vor also hier vorne ist auf jeden Fall ein Angelgebiet, das weiß ich. Ach ja, gut, okay. Da haben wir das schon mal geklärt. 3 Stück sollen wir fangen. Ich soll mich entspannen und ein wenig auf der Insel angeln. Na dann. Da machen wir das. Warte. Angelkasten benutzen. Okay, dann machen wir das. Werkzeug. Ja, ist richtig. Rollenfeld. Das haben wir. Ach so. So, und wie geht das jetzt mit dieser blöden Angelei? Hast du da noch eine Ahnung irgendwie? Nee, aber ich muss hier auch kurz lesen. Wenn du aber redest, dann kann ich nicht lesen. Tut mir leid. Das ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. Ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. Ja, wunderbar. Irgendwie entspannt. Es ist schon entspannt, ein bisschen. Ich glaube, ich habe in die falsche Zone geworfen. Hier sind so viele Mücken. Jetzt kommt gleich einer. Der Hund badet schön im Wasser, weißt du? Ach, wie süß. Das kann ja hier Stunden dauern. Aber hier muss man keinen Köder dran machen oder sowas, oder? So, wo haben wir denn die... So, jetzt ist aber genau daneben. Lalalala, das ist eine hochspannende Folge. Ja, absolut, absolut. Das ist so schlimm. Hast du schon... Nee. Nee. Ich würde schon sagen, hast du schon Fisch? Jetzt habe ich einen. Ja? Ich glaube, der ist nicht mehr dran. Der ist nicht mehr dran. Jetzt beiß doch endlich an, du blöder Fisch. Ich denke, das ist entspannt. Ich merke hier nichts von Entspannung. Ah, jetzt, oder? Komm her, Fischi, Fischi. Komm her, Fischi, Fischi, Fischi. Meinst du, das klappt, wenn du komm her, Fischi, Fischi schreibst? Schon. Esche, ja, ich habe einen. Du hast einen. Was ein schönes Fischi, Fischi. Hast du jetzt irgendwie Dynamit reingeschmissen? Nee. Das sind andere, die hier mit Dynamit angeln. Ich nicht. Komm, Fischi, Fischi. Ich glaube, da war auf der Straße ein bisschen Terror gerade.
So viele Mücken hier. Mal hier ein bisschen vor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da hinkommen. Jawollo. Na, jetzt komm. Oh, jetzt komm her. Jetzt komm. Ich weiß gar nicht, ob ich das in die richtige Richtung mache. Ein Krokodil soll ja mein Fisch in Ruhe lassen. Ist das überhaupt dein Krokodil? Das ist mein Krokodil, ja. Aber der nimmt dir deinen Fisch nicht weg. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe schon wieder einen gefangen. Naja, dann ist wohl dein. Das ist wohl dein Spiel hier. Ich weiß es nicht. Meinst du? Kommt ran, ihr kleinen Fischi, Zwitschi, Fischi. Dein Krokodil ist jetzt mal mit dabei. Ja. Ziel abgeschlossen. Ich hab auch einen. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir wieder zu dem Typen hin. Ich glaube, der. Oh, Telefon. Dr. Davalos, hier Danny. Ich habe was gefangen. Muy bien. Meine Behandlung wirkt, Danny. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich spüre nichts. Richtig. Genau. Zeit für Schritt 2. Ich will, dass Sie Pelikane für mich füttern. Warum? Danny, wollen Sie Ihre Chakren öffnen, mit den Kristallen harmonisieren und Ihr negatives Ungleichgewicht loswerden? Oder nicht? Ich versuche immer noch zu verstehen, was das überhaupt heißen soll. Das sind Pelikane. Komm. Und füttern Sie die scheiß Pelikane. Jawohl, ich mach das schon. Mach mal doch. Okay. Bleib doch ruhig, ey. Weißt du, verrückter Typ, ey. Hallo, Pelikane. Hast du Hunger, Vogel? Hast du Hunger? Dann kriegst du was. Ich habe nämlich gerade Fische gefangen. Nur für dich. Ja, ja. Du feines, ich hab einen kleinen gelben für dich, ne? Bitte schön. Willst du auch noch einen haben? Das macht irgendwie Spaß. Komm. Du kriegst auch noch ein Fischi-Fischi. Nom, 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 nom. Hat geschmeckt, ne? So. Pass auf, sonst frisst mein Krokodil dich auf. So, Anruf. Hola. Hola. Also, ich habe die Pelikane gefüttert. Sie, die Kristalle haben es mir geflüstert. Muy bien, Danny. Dann folgt jetzt Schritt 3. Und wie sieht er aus? Füttere ich Hunde oder Hühner oder so? Nein, Hunden kann man nicht vertrauen. Und Hühner sind nicht real. Sie sollen meditieren. Was? Meditieren? Wo, hier? Nein, seien Sie nicht albern. In einem Adlerhorst an einer Klippe. Schwierig, da hochzuklettern, und in der Nähe ist eine kaputte Brücke. Also seien Sie vorsichtig. Was? Ach, Gonio. Also ich glaube, der hat nicht alle Latten am Zaun, der Typ. Was will der denn? Wir sollen an einem Adlerhorst meditieren. Na, ist das schön. Oder in einem Adlerhorst, na, wie auch immer. Was macht denn ihr hier? Schweinische Schmuddelfilmchen drehen? Weißt du was, was ich nicht weiß? Und das sagst du mir erst jetzt? Ja? Das ist nicht fair. Immerhin hast du Foto? Die Wette platziert. Das ist nicht fair. So. Das ist überhaupt nicht fair. Hast du markiert auf der Karte? Ih. Au, meine Zeh. Au. Au. Hallo. Was machen die hier? Brauchst du Zigarre? Was? Was sagt sie? Mein Krokodil, soll ich fernhalten? Du bist Warum? Blöde. Das ist doch ein nettes Krokodil. Deine blöde Zigarre weiter, weißt ja. du? Lass mich in Ruhe. So keine Ahnung hast du nicht. Nee, also gar nicht. So. Junge, Junge, Junge. Corizo, komm rein. Halt, falscher ja, Sitz. Das ist halt ganz schön weit. Das ist meiner. Das ist ja ganz schön weit weg, gell? Ja, müssen wir ja trotzdem machen. Es hilft ja nichts. Ja, ich wollte es nur sagen. Es ist ganz schön weit. Das Boot. Wir haben doch ein schnelles Fahrzeug. Mensch, das ist doch alles gut. Unser Ruf ist so gut schon. Ja? Ja. Findest du? Ja, ja. Okay. Ja, wir kümmern uns ja auch, ne, um unsere Landsleute. Ist ja alles gut. Aber hier. Natürlich, nur. Nur. So, das ist auch schon unserer hier. Warte mal, der hat schon wieder was für uns. Entschuldigung. Ich hätte Infos für dich. Du hast Infos für mich, aber ich komme. Scheiße, bist du irre? Was denn? Ich habe doch nichts gemacht. Du hast sie voll angerempelt. Ich habe es genau gesehen. Die Armee hat gerade eine Flugabwehranlage fertiggestellt. Oh. Ich markiere sie dir. Sehr nett von dir. Dankeschön, dass sie die markieren für uns. Hallo. Direkt auf der Straße vor dir. Oh, der ist schon umgefallen. Alles gut. So, nein, die Flugabwehranlage ist da ganz dicht. Ja, ja, ja. Delta. Hoppala.
Upsi. So, es geht wieder in den Abend hinein, wie immer bei uns. Upsi. Hopsi, bopsi. Was war das? Ein Plakat. Ein Propagandaplakat. Was ist denn hier los? Junge, Junge, Junge. Wir müssen doch bloß abbiegen hier. Ach, wir müssen hier abbiegen. So. Ja, das sagt zumindest. Wenn ich würde ja halt sehr gern hier abbiegen, weißt du, theoretisch. Da flog einer brennend aus dem Auto. Oh, ich hau schnell ab hier. Macht überhaupt keinen Sinn. Eieiei. Töte keine Zivilisten, na gut, dann halt nicht. Spielverderber alles. Ja, aber echt. Das macht ja dann gar keinen Spaß mehr. Alles wird hier einem verboten. Nichts darf man. Nee. Hopsa. Hopsa. Die Guerilleros könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Jawohl, mehr Feuerkraft ist immer gut. Auf jeden Fall. Warte mal, hier ist was los. Mhm. Oh, hier müssen wir eingreifen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist hier? Irgendwas ist hier. Aber sowas von los. Was ist hier los? Moment. So. Was machst denn du komisches Ding hier? So, haben wir euch jetzt geholfen oder nicht? Also warte. Ich glaube schon. Warte. Was soll ich warten? Ja, ich stehe gerade die ganze Lieferung von denen. Oh, du bist ja verrückt. Wir sind noch mehr Lieferung. Das war ein Hinterhalt. Ja, cool. Ja. War das cool? Hast du sehr cool gemacht. Habe ich super cool gemacht, ja. Du bist so cool. Ich bin erschreckt ja selber von mir. Hier oben ist noch eine Lieferung, warte mal. Da komme ich gar nicht hoch. Aber ist egal, wir haben so viel Kram. Oder kommst du da hoch? In der richtigen. Wo bist du? Wo ist denn die Lieferung? Sag mir mal. Immer noch hier oben. Warte. Ich hab schon. Danke, alles gut. Scheiße, hat die gesagt. Was ist denn hier los? Oh, da ist ein Hubschrauber. Aber der ist weit weg. Okay, weiter geht's. Schraub, schraub. Ihr passt hier bitte schön auf, ja? Wir haben alles erledigt für euch. Warte, au! Was war denn hier los? Ihr habt mich angefahren. Hör auf damit. Vielleicht ist Blut gespritzt. Was ist denn hier schon wieder los, Leute? Ich will einmal kurz reparieren, bitte. Eieiei. Ich hab doch keine Handbremse, das weißt du doch. Würde bitte der Hund einsteigen jetzt? Ja, danke. Das ist dein Hund, ja? Ja, ich weiß, der ist nicht mal. Der ist halt, vielleicht liegt's am Wetter oder was ich weiß. Ich hab echt keine Ahnung. Hier abbiegen. Ich bin schon unterwegs. Entschuldigung. Upsi. Applicando. Das sind ja blöde Straßen. Du hast gesagt, ich soll hier hochfahren. Ich hab nicht gesagt, wir müssen im Adlerhorst meditieren. So, da sind wir doch schon. Das war nicht meine Idee. Das ist doch die Radiostation. Hier waren wir doch schon. Ja. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der Horst. Pass ganz auf. Da oben. Bumse mit. Hoppala. Ich höre den ich hör Adler. Auch. Ich auch. Sind wir irgendwie am falschen Berg? Oh ja. Na super. Bist du wieder zu früh abgebogen? Ich gar nicht. Der hat gesagt, hier geht's lang und ich bin da lang gefahren. In meiner grenzenlosen Hüte. Junge, Junge, Junge. Okay, was ist das hier alles für ein Quatsch? Wie kommt man... Der Spinner meinte, der Adlerhorst wäre auf der Spitze dieses Mogote.
Ja, und? Auf der Spitze dieses Mogotte. Oh, jetzt läuft die Zeit. Ah, super. Wie kommt man denn da hoch, verdammt? Ja. Hä? Tja, ich komme hier nicht hoch. Tja. Ich irgendwie auch nicht. Ach doch, hier kommt man hoch. Keine Ahnung. Ja, du musst einmal drum rumlaufen, es nützt nichts. Kehre zum Ziel zurück, sonst ist die Mission im Arsch. Okay. Eieieiei. Hier sind auch Jaguarsisse. Ja, ja. Ah, scheiße, jetzt komme ich wieder nicht. Oh, ich kann wieder nicht mich bewegen. Ich komme nicht hoch, nicht runter. Ein bisschen super. Links, rechts und dann müsste es eigentlich fast gehen. Oh, hier sind Viecher. Achtung. Hui. Dani, wie geht es Ihnen? Mir geht's nicht gut. Jetzt! So, hier hat er gesagt, die Brücke ist kaputt, ne? Aber wir sind aber genau an derselben Stelle wie vorhin. Warte mal, wir müssen vielleicht irgendwo hier lang. Ich versuche mich hier zu entspannen. Ja, aber wirklich. Du willst denn dich hier entspannen, bitte? Sag mal, diese Dinger hier, die gehen aber, da kann man auch nicht hoch, oder? Ja, weiß ich doch nicht. Nee. Nee, warte, hier geht's hoch. Einfach da unten durch. Wo bist du jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt lang gelaufen bist. Über den Weg? Ja, genau. Was für ein blöder... So, ich hab's gleich geschafft. Oh. Hier ist der Horst. Du bist auch da? Ja. Und jetzt? Sollen wir uns jetzt hier 30 Sekunden nicht bewegen oder was sollen wir jetzt hier machen? Ich sollte meine Waffe wegstecken und stehen bleiben. Okay, Waffe wegstecken. Jetzt läuft die Zeit. Okay. Jetzt läuft die Zeit ab. Okay. Warte, wir dürfen uns nicht bewegen. Nein, ich bewege mich nicht. Jetzt greift garantiert irgend so ein Viech an. Pass mal auf. Mhm. Oh, om. Nicht bewegen. Ah, scheiße, Entschuldigung. Wir kehren unser Innerstes nach außen. Atme ein. Lieber nicht. Atme aus. Usa. Ich muss mich entspannen. Ja, entspann dich. Atme ein. So, fertig. Action. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das hat gut getan. Das hat gut getan. Telefon? Ja, ich bin's. Ich habe also in einem scheiß Adlerhaus meditiert. Und? Es war schräg, aber irgendwie entspannt, glaube ich. Wenn Chakren reden könnten, würden sie ihnen danken. Sie sind bereit für den nächsten Schritt. Dieses Mal sollen sie Fallschirm springen. Wo denn jetzt? Das klingt nach Spaß. Sehen Sie, so schräg ist mein Programm gar nicht. So weit würde ich nicht gehen. Dani, wer ist hier der Arzt und wer der Patient? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Finden Sie einen hohen Absprungort und werden Sie eins mit den Wolken, Dani. Ja, macht mich fertig. Wo gibt's denn hier einen hohen Absprungort? Naja, ist das hier? Reicht das hier nicht? Theoretisch schon. Wo fliegen wir denn hin? Wie lange sollen wir denn? 20 Sekunden sollen wir gleiten. Ich glaube, das wird nichts. Oder? Hier, Dr. Davalos.
Nicht jetzt! Ich bin nicht hoch genug. Ich bin nicht hoch genug. Ja, ich auch nicht. Da rechts von dir ist ein Berg. Ich weiß aber nicht, ob der reicht. Ich geh noch mal ein Stück hoch. Oh nee, ich kann nicht mehr hoch. Verdammt. Wie kriegen wir das jetzt hin, hä? 20 Sekunden ist halt schon ganz schön lang, gell? Das ist eine Menge. Da oben ist auf jeden Fall ein Berg. Willst du noch mal hochkommen? Ich weiß, ja, ja, ich glaube, ich weiß, wo. Wenn wir von diesem Sendeturm runterspringen. Ach, das ist eine gute Idee. Warte, ich komme mal zu dir. Ich bin nicht hoch genug. Ja, das wissen wir doch. Der Sendeturm ist eine gute Idee. Bin aber irgendwie außer Atem. Hier ist auch irgendwo ein Puma. Ja, höre ich auch. Oder ein Jaguar-Viech, irgendwie sowas. Komm doch ein Super, wie komme ich das jetzt? Bin ich irgendwie total falsch abgebogen, glaube ich. Ich sehe zumindest auch mal den Turm. Kann man nicht hier hoch? Genau, du bist ja auch nicht schlecht. Komme ich hier drüber über den Zaun? Natürlich nicht. So. Oh, hier steht ja unser Auto auch noch. Ja. Ich bin runtergefallen. Ah, super. Naja, gut, es muss ja auch nur einer von uns irgendwie hoch umschweben. Aber das müsste eigentlich reichen. Wenn du dir jetzt die weiteste Stelle suchst, weißt du? Ja. Vielleicht kann ich ja noch höher. Je höher, desto besser. Auf jeden Fall. Das denke ich nämlich auch. Aber ich bin jetzt irgendwie... Hoch, jetzt bist du hier. Ach, hier oben geht's hoch. Okay. Hier ist nämlich noch ein Adlerhorst. Aber höher komme ich, glaube ich, nicht. Nee. So, und jetzt irgendeine Richtung suchen, die richtig... Ja, am besten... Naja, da Richtung hier. Richtung... Richtung Schlucht, am besten Richtung Brücke, oder? Oder? Was sagst du? Achso, ich hätte jetzt da Richtung Palast gesagt. Naja, aber da ist ja dann schon die andere Insel, die andere Straße. Ja, wir testen mal. Wir können ja notfalls rüberdrehen. Du kannst doch in die eine und ich in die andere. Das ist doch egal. Einer von uns muss es halt schaffen. Boah, hier drüben ist noch besser. Dreh dich mal um. Da runter, wo die Farm hier ist oder was das da ist. Du, ich würde sagen... Ich finde meine Seite besser. Du, dann mach mir Swash. Ich hoffe, Hauptsache, wir müssen es nicht beide machen. Teste mal, wenn ja, komme ich hinterher. Boah, wie willst du denn das schaffen? 14, 13. 9. Ja, ich wollte nämlich hier unter die Brücke. Ja, du kannst auch dich drehen, ne? Wie? Mit WASD, also normal wie laufen. Boah, das war knapp. 2 Sekunden. Nicht runterrennen, du Depp. Also wenn du dich da... Ja? Wenn du dich da... das wusste ich nicht, dass ich mich da... dass ich da auch lenken kann. Mhm. Wenn du dich unter diese Schlucht hier rein, unter diese Brücke hier rein tust, dann schaffst du es. Ich sage, 2 Sekunden haben mir gefehlt. Okay. Ich teste. Genau, der ist gerade runter und dann hier unten in die unter die Brücke rein. Ich glaube, schaff's nicht. Jetzt nach. Doch, das müsste ich schaffen. Jawohl. Alter Schwede. Cool. Matt, telefonieren. Dr. Dabalos. Dani, sind Sie eins mit dem Cumulonimbus geworden? Auf jeden Fall. Keine Ahnung, absolut. Aber hat sich gut angefühlt. Sehen Sie, spirituelles Wachstum. Jetzt möchte ich, dass Sie etwas Nettes zu Ihren Feinden sagen, wenn Sie sie ermorden. Keine Schusswaffen. Was? Danny,
Stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Also mit Nahkampf. Sie stehen am Rand eines bedeutenden spirituellen Durchbruchs, aber ja, Sie müssen alle Schritte durchführen. Die Kristalle haben gesprochen. Okay. Warte, bis es anzeigt. Vergib deinen Feinden. Im nächsten Schritt soll ich meinen Gegnern ein Kompliment machen und vergeben. Ich soll schön nah ran und dann einen Takedown durchführen. Was ist ein Takedown? Na, von hinten ranschleichen. Geh mal in die Schleiche und dann von hinten. Oh. Die Uniform steht dir perfekt. Die Uniform steht dir perfekt. Du hast wunderschöne Augen. Du hast so wunderschöne Augen. So, warte mal, jetzt einer fehlt noch. Was ist denn mit dir? Einer geht noch rein. Ja, auf dem Pferd ist wahrscheinlich eher ungünstig, oder? Au! Ich sehe den Typen leider nicht. Da hinten rennt einer auf der Straße. Ja, den sehe ich. Lenk den mal ab, ich versuche mich von hinten ranzuschleichen. Okay, hab ihn. Danke, dass du du bist. Danke, dass du du bist. So, anrufen. Hola. Also, ich habe ein paar Leute getötet und, naja, nette Dinge gesagt. Muy bien, Danny. Sie sind einer meiner besten Patienten. Ich bin Ihr einziger Patient. Besuchen Sie mich im Büro wegen des alles entscheidenden nächsten Schritts. Ich bin stolz auf Sie. Ich komme, sobald ich kann. Also, wieder zurück zu dem Typen. Komm hier, ich habe ein Auto geholt. Das ist gut. Ihr kommt alle klar, oder? Hier ist deine Tanne. So gut wie neu. Junge. So. Hast du markiert? Nee, noch nicht, ne? So. Nee. Jetzt habe ich markiert. Boah. Supi. Ja, die jagen dich schon über die Insel hier drüber. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Ja. Aber in dieser Folge will ich halt diese Quest unbedingt noch beenden. Unbedingt. Aber sowas von unbedingt. Wenn also, Feng Shui dann schon richtig... Oh, was für ein Ausblick. Geil. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ja, schade. Und ich bin so beschäftigt, hier rum zu flitzen und zu hetzen. Du machst das so gut. Ja, ne? Oh, was war denn das? Oh, mein Hund ist gar nicht drin im Auto, sehe ich gerade. Der kommt schon nach. Ja, der hat auch Räder, der ist auch schnell unterwegs. Soweit seine Rädchen ihn tragen, weißt du? Ja. Was ist denn hier los? Hier werden Leute zu Unrecht... Straßensperre? Oh. Oh, die sind alle tot, leider. Verdammt. Naja. So, ich würde gern wieder einsteigen. Ja, bitte. Steigen Sie doch bitte ein. Steck mal bitte ein. Und wieder zurück zu diesem verrückten Typen. Er gibt uns jetzt bestimmt was ganz Großartiges. Meinst du? Ja. Guck mal, hier ist irgendwas. Ach, hier ist unser Grenzposten. Siehst du mal, wie schön der ist. Libertad. Ole, Libertad. Super Libertad. Hier hätte man noch Würstchen holen können. Hier war eine Tankstelle. Hätte man. Du sammelst hier so viele Punkte für uns. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, weil ich will das... Weißt du, am Strand hat eine zu mir gesagt, sie hat gesagt... Guten Tag. Deine Leute retten uns alle. Ah, hat die gesagt? Und dann dachte ich mir, oha... Schau mal einen an. Ach, wie schön. So, ich hoffe, jetzt gibt es hier eine großartige Belohnung. Aber bitte. Guten Tag, junger Mann. Patient ist wieder da. Aber das bin ich.
Gratulation, Danny. Ja. Sie haben mein alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm abgeschlossen. Ja, ich habe 5 Schritte gemacht. Der halbe Schritt war, wieder zu mir zurückzukommen. Ach so. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht wirklich anders fühle. Falsch! Ihre Chakren sind jetzt frei und Ihre Aura hat den Farbton eines Amethysts. Oh. Okay, dann nehme ich eine Pina Colada, bitte. Ja, aber es gibt, ich nehme 2. Und welchen? Sie müssen den mörderischen Zustand aufrechterhalten, sonst könnten Sie die katastrophalen Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu spüren bekommen. Okay, das klingt toll. Ja furchtbar. Sie, das ist es auch. Hören Sie nie auf zu töten. Dann. Niemals. Hören Sie nie auf. Nein. Na gut, ich behalte das im Kopf. Kommen Sie bald wieder. Ich würde gerne ein anderes Programm ausprobieren, das ich galaktische Urintherapie nenne. Das klingt interessant. Warum probieren Sie es nicht an sich selbst und sagen mir dann einfach, wie es war? Ja, könnten Sie ja machen. Eine Pina Colada, bitte. Ja, ich nehme ein Agua, ein Refresco, ein Cerveza Local, ein Mojito, ein Margarita und Yara... Was ist das? Libre. Yara Libre klingt gut. Freies Yara heißt es. Sehr gut. Libre heißt frei. So, und den ganzen Stress haben wir jetzt für ein paar Monedas gemacht. Komm, wir setzen uns an den Strand. Genau, so sieht's aus. Und sagen, dass die Leute hier was abonnieren sollen. Grade? Jetzt ja. Schirme. Ist doch alles oh, gut. Oh, schau mal, der arme Wurf wieder schaut ganz traurig. Bist du ein braver Junge. Ja, so kleiner Wurf. So ein so braver. So ein braver Kleiner. Wird von allen gestreichelt. So, während wir streicheln, ja, könnt ihr ja ein Abo und ein aber Like so, hinterlassen. Aber so, da muss ich ja den Kleinen natürlich auch nochmal streicheln. Selbstverständlich. Ja, du bist so süß. Was machst du hier? Häkelst du hier? Tatsächlich, hallo, gehäkelt? Mädchen. Hallo. Na ja, schau mal, gehäkelt. Tage hier. Hallo, Frau Häkelfrau. Sitzt die hier rum und häkelt bei dem schönen Blick aufs Wasser? Ist oh, das toll? Das ist schön. Schau, das ist meine Liege. Ja. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Wahnsinnsspaß hier auf dieser großartig schönen Insel. Bis dann. Tschüss. Wieder im Sonnenschein. Jawohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss.